Diese neue Technologie könnte wirklich eine Revolution sein. Ein Forschungsteam vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, hat jetzt eine neue Technik entwickelt, mit der sich Schaltungen oder kleine Sensoren ihren Strom quasi aus der Luft holen könnten. Konkret geht es um eine Art Antenne, die aus Wi-Fi-Funkwellen eine autonome Stromversorgung ermöglicht. Könnten wir demnächst Smartphone und Co. also einfach über das WLAN aufladen? Klicks und Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Inzwischen ist es ja leichter, ein WLAN-Netz zu finden als eine Steckdose. Wie genial wäre es denn, wenn die elektromagnetischen Wellen des WLAN-Netzwerkes nicht nur zur Datenübertragung nutzbar wären, sondern gleichzeitig unsere Geräte wie Handy oder Tablet auch mit Strom versorgen würden. Ganz nach dem Motto, tschüss, Ladekabel. Genau, solch eine Technik hat jetzt ein internationales Forschungsteam entwickelt, zumindest in Form eines Prototypen. Konkret geht es um eine sogenannte Rectenna, im Englischen Rectifying Antenna, was so viel heißt wie gleichrichtende Antenne. In der Fachsprache ist damit eine Schaltungsanordnung gemeint, die hochfrequente elektromagnetische Wellen empfangen und diese dann in eine Gleichspannung umwandeln kann. Vielleicht klingelt es an dieser Stelle bei denjenigen, die sich noch an die sogenannten Kristallradios erinnern, die auf einem ähnlichen Prinzip basieren. Das ist eine ganze Weile her. Diese speziellen Radiogeräte aus den Anfängen des Rundfunks bestanden aus nur sehr wenigen Bauteilen und basierten auf einer einfachen Technik. Sie wandelten nämlich elektromagnetische Schwingungen von Radiowellen in ein hörbares Signal um, und zwar über einen Gleichrichter. Übrigens, bei Häusern damals, die in der Nähe sich von Funkmasten befanden, da haben teilweise die Ofenrohre das übernommen und haben die Funkwellen wirklich transferiert in hörbare Signale, und man konnte am Ofenrohr lauschen und das Radiosignal hören. Also das ist gar nicht so kompliziert. Sie kamen also ohne eigene Stromversorgung aus, unter der Voraussetzung, dass die Sender stark genug waren. Theoretisch gesehen könnte man auch heutzutage Wellen von Mobilfunk- oder Wi-Fi-Sendern anzapfen. Davon gibt es ja reichlich. Doch mangelte es bisher an geeigneten Materialien, Ofenrohre reichen da nicht, die auch für tragbare elektronische Geräte eingesetzt werden könnten. Eine solche drahtlose Form der Energieübertragung wird ja auch schon bei RFID-Chips genutzt. Doch auch hier sind diese gleichrichtenden Antennen aus dickem und unflexiblem Material. Das ist bei der neu entwickelten Rectenna des MIT-Forschungsteams anders. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für den Bau ihres Prototypen das Hochleistungsmaterial namens Molybdänisch-Disulfid MOS-2 genutzt. Es entsteht bei der Reaktion von Schwefel mit Molybdänoxid und fungiert als Elektronenleiter. Wohl einer der dünnsten Halbleiter weltweit, der sich schichtweise herstellen lässt. Und das ist wirklich krass. Die so konstruierte Antenne ist nur noch 3 Atome dick und somit unglaublich flexibel. Zudem kann sie auch großflächig produziert werden. So wandelt die Rectenna das Wechselstromsignal der WLAN-Netzwerke in eine Gleichspannung um. Und genau diese ist in der Lage, elektronische Schaltungen zu betreiben oder Batterien aufzuladen. Die neu entwickelte Rectenna kann mit Wi-Fi-Signalen von etwa 150 Mikrowatt umgehen. Das ist eine durchaus typische Leistung und kann daraus eine Leistung von etwa 40 Mikrowatt erzeugen. Damit kann zwar kein Tablet am Laufen gehalten werden, doch die Beleuchtung eines gewöhnlichen Handy-Displays gelingt damit. Das Forschungsteam selbst setzt große Hoffnung in diese Technologie, denn sie könnte für allerhand Anwendungen spannend sein. Beispielsweise in der medizinischen Diagnostik, in der Minigeräte Daten aus dem Körperinneren der Patienten funken. Im Vergleich zu Batterien, die in diesem Zusammenhang ein gesundheitliches Risiko darstellen, würde eine solche dünne Elektronik kaum Volumen darstellen. Aber auch Bauwerke könnten in Regionen, die Erdbeben gefährdet sind, durch zahlreiche Sensoren in ihrer Stabilität überwacht werden. Dazu Tomasz Palacios, einer der beteiligten Forscher. Damit lässt sich eine breite Palette an Sensoren für die Umweltüberwachung oder die chemische und biologische Sensorik entwerfen, die auf der Basis von nur einem Mikrowatt arbeiten. Oder sie speichern den Strom in einer Batterie, die sie später nutzen können. Fest steht, diese Idee, Signale aus der Luft zur Stromgewinnung zu nutzen, ist nicht neu. Auch andere Forschungsteams tüfteln an der Umsetzung. Beispielsweise hat Apple im Frühling 2017 ein Patent für eine Technologie angemeldet, die den Router als Ladestation und Wi-Fi als Energiequelle nutzt. Da haben wir also noch eine Menge zu erwarten, und auch in diesem Bereich machen eben neue Werkstoffe Dinge möglich, die früher unmöglich erschienen. Und wer weiß, vielleicht könnte die Energie aus WLAN-Netzwerken demnächst Handys zumindest in ausgeschaltetem Zustand langsam laden. Allein das wäre ein riesiger Fortschritt.
unsichtbar durch Zeitlöcher. Geht das? Auf dieses Video hier klicken, wenn ihr diese Frage von Neugierzone beantwortet haben wollt. Auch ein extrem spannendes Video. Abonnieren nicht vergessen, auch die Neugierzone natürlich. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.